Ja, Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung, damit hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von TuilTV. Es freut mich riesig, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute zu einem neuen Video und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Es geht wieder mal um den NIO N1S. Nicht ganz so sauber aktuell, aber es hatte ein bisschen schlechtes Wetter, beziehungsweise, ja, man steigt mit den staubigen Schuhen drauf und dann sieht der halt auch entsprechend aus. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Es soll um das Fahrzeug im Detail gehen, weil ja, wir haben mal so eine Grobvorstellung, eine Kurzvorstellung gemacht. Ich habe euch ein paar Funktionen vorgestellt, immer wieder. Und ja, ich würde euch gerne mal das ganze Fahrzeug von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende zeigen. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Was gibt es hier Spannendes zu sagen und zu sehen? Ja, und wir fangen einfach mal ganz vorne an. Wir haben rollertypisch relativ kleine Räder. Ich muss selbst gucken, was das für eine Größe ist. 12 Zoll. 12 Zoll vorne und hinten. Die Standardbereifung, ja, Hengshin-Tire. Ja. Bescheidene Reifen, brauchen wir gar nicht groß drüber zu sprechen. Die Räder sind, wenn es trocken ist, ganz in Ordnung. Sobald es nass wird, ja, nicht mehr ganz so geil. Wir haben eine ganz normale Gabel hier verbaut, wie man es auch ähnlich bei Fahrrädern, bei Motorrädern kennt. Hier vorne sitzt auch der kleine Geschwindigkeitssensor. Findige Bastler haben behauptet, wenn man hier manipuliert, dann läuft das Ding ein bisschen schneller. Ich habe es ehrlich gesagt nie ausprobiert. Ich meine, das Ding läuft 45 und ja, von der Versicherung und so weiter ist das alles in Ordnung. Was wir hier haben, sind noch LED-Scheinwerfer. Ist eine ganz coole Sache. Wir haben einmal das Tagfahrlicht, einmal das Fernlicht und ja, wir können das auch einmal einfach einschalten. Man sieht sofort, der Ring fängt an zu leuchten. Ich meine, dass unten der eine Projektor auch mit leuchtet tagsüber. Und wenn wir hier dann einfach einmal, jetzt muss ich selbst gerade mal schauen, ja, so einschalten, dann leuchtet der obere Projektor noch mit. Ja, ich glaube, das ist so eine Sache. Ich sehe gerade, der hat einen Wackelkontakt. Ah, okay, cool. Er hat schon Wackelkontakt, auch nicht schlecht. Muss ich mal schauen, ob das jetzt einfach an dem Schalter liegt. Ist natürlich, man kennt es auch bei Motorrädern, auch wenn die in der Garage stehen, das Licht wird selten gebraucht und dann bastelt und spielt man da auch nicht so viel rum. Ist aber LED dementsprechend sehr, sehr sparsam. Was mir hier vorne nicht ganz so gut gefällt, sind die Blinker. Sind relativ globige Dinger. Ja, sind auch so ein bisschen komisch aufgehangen. Mir persönlich gefallen sie jetzt nicht so extrem gut, aber sie tun ihren Dienst, ne? Wenn wir jetzt hier blinken, die sind gut erkennbar. Vorne, hinten ist das Ganze im Rücklicht integriert und man hört's, der Blinker macht auch ein Geräusch. Das Geräusch kann man irgendwie einstellen im Blinkerton, aber da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Was ich cool finde, ist dieser schöne beleuchtete Ring. Wir haben hier vorne so eine Art kleines Windschild. Das ist eine ganz coole Sache. Wind ist aber allgemein bei 45 km/h jetzt nicht so das große Problem. Was mir schon aufgefallen ist, überall unter den Schrauben sind so kleine Gummipuffer. Das ist eine ganz praktische Sache. Auch hier am Schutzblech sind da überall so kleine Gummipuffer drunter. Ist eine coole Sache, weil dadurch ist der Roller wirklich leise. Man hört nichts, es rappelt nichts, es vibriert nichts. Und da muss ich sagen, ganz, ganz großes Kino von NIO. Das kennt man von anderen Rollern ganz anders, dass die rappeln und klappern und machen wie Sau. Ist bei dem überhaupt nicht der Fall. Ja, man hört hier zwar so ein bisschen die Verkleidung, aber das merkt man beim Fahren wirklich kaum. Wir kommen weiter zum Cockpit. Wie gesagt, wir haben hier einmal so eine kleine Scheibe, ist eine ganz coole Sache. Der Lenker ist schön geschwungen. Man sitzt hier, also wirklich, ich bin so 1,70 m ungefähr. Ich sitze hier ganz entspannt drauf. Die Beine ein Ticken höher als auf einem normalen Roller. Ist einfach dem geschuldet, dass wir die Batterie hier unter dem Sitzfach haben. Wir haben hier einmal unsere ganz normalen Bedienelemente, wie bei jedem Roller oder bei jedem Motorrad. Wir haben die Bremse links hinten, rechts vorne. Links beim Motorrad ja normalerweise die Kupplung. Hier haben wir die Bremse für hinten, dafür kein Fußhebel und rechts entsprechend für vorne, beide hydraulisch. Das ist so ein kleiner Nachteil, weil man hier ab und zu mal das Hydrauliköl bzw. diese Bremsflüssigkeit austauschen sollte. Rechts wird sie schon so ein bisschen trüb.
Das kann man irgendwann mal machen. Links sieht es noch in Ordnung aus. Ansonsten von den Bedienhebeln. Wir haben hier einmal die Hupe, wir haben den Blinker ganz normal wie bei einem Motorrad. Wir haben das Abblendlicht immer an, das Fernlicht nach rechts und die Lichthupe nach links. Auf der rechten Seite, na nee, links, sorry, bleiben wir noch da. Wir haben hier unten noch den Knopf für den Tempomat. Ist eine ganz coole Sache. Beim Tempomat ist es so, wenn ihr Gas gebt und drückt den Tempomaten, dann hält er nicht die Geschwindigkeit, sondern er hält die Gasstellung. Nochmal draufdrücken, ist er aus und es geht wieder zurück. Auf der rechten Seite haben wir einmal ganz normal den Gashebel. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter. Wir haben einen Warnblinker und mit Plus-Minus verstellen wir die Fahrstufen. Dazu springen wir einmal ins Display. Im Display haben wir die Uhrzeit. Wir haben das Empfangssignal GPS. Nee, sorry. Empfangssignal, doch GPS und einmal für Mobilfunk, weil der Roller ein eingebautes Mobilfunkmodul und eine eSIM hat. Das heißt, mit dem Mobilfunkmodul und der eSIM werden die Daten vom Roller übertragen, könnt ihr auf eurem Handy euch anzeigen lassen. Ansonsten haben wir hier die Batteriestandsanzeige in Prozent und als Balkendiagramm die Gesamtkilometer. Es gibt hier keinen Tageskilometerzähler, den habt ihr nur über euer Handy. Dann die Geschwindigkeitsanzeige. Hier oben sieht man noch Eco, wenn er in einem Eco-Modus gerade läuft und die Rekuperation. Ja, können wir jetzt so, ich glaube, im Stand gar nicht nachempfinden. Wir fahren mal ein bisschen schneller, gehen mal auf die Bremse. Doch hier, ja, habt ihr kurz gesehen. Zur Rekuperation habe ich aber in einem separaten Video was gesagt. Ampere zeigt die Stromstärke an. Das heißt, die Motorlast, je nachdem, wie stark ihr den Motor beansprucht. Was ich persönlich jetzt hier noch angebaut habe, ist der Navi-Halter, der kleine Knüppel fürs Navi. So ein Ram-Mount hatte ich noch übrig, habe ich jetzt hier angebaut. Das heißt, ich kann mein Navi einfach nehmen, kann es vom Motorrad abmachen, hier draufstecken und fertig. Ansonsten haben wir hier den Zündschlüssel, das heißt On und Off. Wir haben hier so einen kleinen Taschenhalter und ein USB. Ganz cool, wenn man hier das Navi anschließt, kann man das hier mit Strom versorgen oder euer Handy während der Fahrt laden. Und hier links, da passt irgendwie eine Dose oder eine Halbliterflasche rein, so ein kleines Fach, um eben Kleinigkeiten unterzubringen. Ja, wir springen weiter. Wir haben hier eine Gummifußmatte, unter der Gummifußmatte ein Fach, das zeige ich euch gleich. Wir haben einmal einen Seitenständer und einen Zentralständer. Hier hinten die Sozius-Fußrasten, das heißt, der Roller hat eine Zulassung für zwei Personen, ist ein bisschen fummelig. Ja, das heißt, wenn ich den einfach hier reinschiebe, das geht nicht. Der hat hier so einen Rastpunkt, den muss ich treffen. Hier hinten für den Sozius rechts und links jeweils einen Haltegriff, beziehungsweise hier könnt ihr auch irgendwie kleine Taschen oder so festmachen. Ja, die Schwinge ist nicht massiv, aber die ist halt hier nicht eckig normal. Die ist schon ganz cool gestaltet. Ihr könnt hier normalerweise, wo man die Kette spannt, das Rad noch ein bisschen vor und zurück machen. Eingebaut habt ihr hier das Federbein hinten, ganz normal, auch wie man es vom Motorrad kennt. Und eben das 12 Zoll Hinterrad mit dem eingebauten Bosch-Motor mit einer Dauerleistung von 1500 Watt und einer Peakleistung von 2,6 kW. Was eine ganz coole Sache ist, gerade bei der Beschleunigung. Ihr habt hier hinten noch verbaut so ein ja, Schutzblech, kann man theoretisch abmachen, dann müsste man den Reflektor noch irgendwo hinsetzen, sieht dann wahrscheinlich auch ein bisschen cooler aus. Hatte ich überlegt, ob wir das wegmachen, aber da wir den Roller eben auch bei schlechtem Wetter fahren, haben wir das Ganze dran gelassen. Integriert in LED. Den Rückscheinwerfer, rechts und links den Blinker. Ich sehe gerade, hier ist ein Reflektor eingebaut. Das heißt, ihr könnt das Schutzblech durchaus auch einfach wegnehmen. So, wir springen auf die linke Seite, auf die rechte Seite in Fahrtrichtung. Wir haben vorne und hinten jeweils eine Scheibenbremse verbaut. Jeweils eine, also hier hinten eine etwas kleinere, vorne eine etwas größere, gelocht für die massive Leistung, dass wir dieses Biest auch perfekt zum Stehen bekommen. Rechts natürlich auch nochmal die Sozius-Fußraste, genau, Fußraste. Einmal noch kurz zum Spiegel. Wurde von manchen Leuten bemängelt, so ein langweiliger runder Spiegel.
was soll ich sagen? Er tut seinen Dienst, er tut seinen Dienst, ne? Was wir hier noch haben, ist ein Lenkradschloss. Das heißt, ihr könnt den Schlüssel ganz rein nach links. So, jetzt ist das Lenkradschloss drin. Ihr könnt jetzt aber nicht mehr den Stauraum unter der Sitzbank zugreifen. Dazu muss er in der Off-Stellung sein, einmal nach links gedreht. Dann habt ihr hier Zugang zu dem Stauraum. Ich habe jetzt momentan Corona-konform, ab und zu braucht man doch noch eine Maske. Eine Maske drin ist jetzt hier auch ein bisschen eingestaubt. Man sieht, dass ich hier Brote transportiert habe. Habe hier meinen Geldbeutel drin, als Backup noch die Handschuhe, falls es wieder wartend kalt sein soll. Einen GoPro-Akku. Hier hinten noch schön mit der Schutzfolie, machen wir jetzt nicht ab. Ein Schlüssel, wofür der ist, so ein Schloss, wofür der ist, zeige ich euch gleich. Ja, und hier haben wir auch versteckt die Ladebuchse. Was ich hier ganz cool finde, ihr habt hier eine Aussparung, ja, da passt mein Finger rein. Da passt aber auch das Stromkabel durch. Das heißt, ihr könnt das Stromkabel hier durchlegen. Hier gibt es keine Aussparung. Und dann ist euer Stromkabel, obwohl ihr den Sitz zugemacht habt, hier angeschlossen. Das heißt, ihr könnt euer Ladegerät anschließen, den Sitz dabei zumachen und das Ganze verriegeln, was eine coole Sache ist, ja, wenn man das Ganze irgendwo angeschlossen hat und nicht will, dass einem jemand den Stecker zieht. Wir nehmen uns einmal unseren ganz normalen Schlüssel. Na, machen wir wieder auf. Nehmen uns unseren ganz normalen Schlüssel, stecken den hier rein, drehen ihn nach rechts und hören es hier knacken und aufspringen. Hier drunter haben wir die Batterie. Ihr könnt die Batterie hier abziehen, könnt das Ganze einfach hier rausnehmen. Machen wir jetzt nicht, müssen wir nicht. Unser Roller steht in der Garage. Dadurch kann die Batterie einfach drin bleiben. Ihr habt hier aber die Batterie und könnt die theoretisch, wenn ihr sagt, naja, ich will auf der Arbeit laden oder sonst wo oder das Ganze in meiner Wohnung laden, einfach rausnehmen. Sind wie gesagt zwei Handgriffe, Stecker ab, Batterie raus. Und dann könnt ihr die Batterie rausnehmen, könnt irgendwo auf der Arbeit im Büro laden, könnt ganz entspannt irgendwo ja, in eurer Wohnung laden oder was auch immer. Ihr braucht jetzt auch keine Angst haben, solange der Schlüssel steckt, könnt ihr das Ding nicht zufallen lassen. Das heißt, nur wenn ihr jetzt den Schlüssel hier reinschmeißt und das Ding hier zuknallt, dann wäre euer Schlüssel weg. Aber wenn der hier steckt, passiert gar nichts. Ja, Freunde, das einmal zu dem NIO N1S, die ganzen Funktionen von Anfang bis Ende. Wir schwingen uns ins Cockpit, lassen den Roller runter, schalten ihn ein. Wie gesagt, von der Bedienung her eine ganz entspannte Sache. Ihr drückt einmal das Knöpfchen. Hier oben erscheint dann Ready im Display und dann könnt ihr losfahren mit gepflegten 18 km/h. Jeder NIO-Besitzer drückt immer zweimal hier auf den Mode-Knopf. Wäre natürlich schön, wenn er das speichern würde, weil, wie im anderen Video schon gesagt, Modus 1 und 2 eigentlich unbrauchbar. Modus 3 ist eure Wahl für den NIO N1S. Ansonsten Blinker wird angezeigt, rechts, links. Wenn ihr den Warnblinker einschaltet, ja, dann zeigt er das auch entsprechend an. Wieder ausschalten, fertig. Ja, Hupe, relativ laut, passt. Und ansonsten gibt es hierzu gar nicht viel zu sagen. Ist ein cleverer, kleiner Roller, vor allem für das Geld, was er kostet, eine wirklich, wirklich coole Sache. Und ja, wir haben ihn voll und ganz in unseren Alltag integriert und möchten ihn aktuell auch nicht mehr missen. Was mich abschließend noch interessieren würde, was hältst du von dem NIO N1S? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare, wie du dazu stehst, ob das auch was für dich wäre oder ja, ob du vielleicht selbst einen besitzt und dir noch so ein bisschen Content dazu anschaust. Ich denke, die meisten von euch werden sich eher überlegen, ob der NIO N1S was für sie ist. Von dem her schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Roller findet, was ihr an so einem Roller verbessern würdet, wenn ihr ihn entwickeln dürftet. Und ja, bin ich wirklich mega, mega gespannt, was ihr so zu berichten habt. In diesem Sinne mache ich jetzt noch eine kleine gemütliche Sonntagsrunde mit dem Rollerchen. Lass es hier ein bisschen entspannt angehen. Und ja, ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen dicken blauen Daumen da. Abonniere den Kanal für mehr Content rund um den NIO-Roller.
Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.